Seit dem 89. Damals mit dem Ivan Zamorano angefangen. Die Legende vom ersten Mal von St. Gallen her, in meinen Augen. 40 Jahre mit mehr oder weniger Unterbrüchen. Aber ich sage jetzt in den letzten 15 Jahren jetzt wirklich jedes Mal, auch ein Auswärtsmatch, alles wirklich regelmäßig gegangen. Der FC St. Gallen ist für mich halt, wie soll ich sagen, ja wirklich ein Herz gewachsen und halt ja, wirklich in der Schweiz das Nummer eins und es gibt keinen besseren Club. Auf dem Rücken steht meine Liebe, meine Religion. Sehr viel und auch die Ferien zum Beispiel, da tue ich gemäss am Spielplan ausgestalten. Ja, ich finde das hervorragend. Ich denke, wenn eine Firma in der Ostschweiz den Stadionnamen gibt, wenn eine Firma in der Ostschweiz also den FC St. Gallen ausrüstet. Für den Club St. Gallen ist sicher nichts Schlechtes, vor allem auch für die Spieler nicht. Vielleicht schaut man dann ein bisschen mehr auf die Spieler, wo dann auch die Spieler vielleicht eine größere Zukunft haben. Ich finde es eine super Sache. Es ist eine Firma aus der Ostschweiz. Es ist etwas bekannt. Es bewirkt etwas für Gesundheit, für den Mensch. Ich sage immer, Gesundheit hast du einmal im Leben. Wenn du selbst versierst, bist du selber schuld. Ich habe immer gesagt, für mich gibt es keinen einzelnen Spieler, den ich bevorzuge. Ich sage immer, die 11 Männer, die auf dem Feld sind, plus einmal die ganzen Trainer, der dahinter steckt, die haben alle plötzlich einen Ehr verdient. Ich sage immer, St. Gallische Mannschaft, wie der Lift, mal geht es hoch, mal geht es runter. Ja, sicher. Ich meine, im 1989 da oben angefangen als Nobody. Da muss ich natürlich schon dem Vorstand dort in jener Zeit, speziell dem Präsidenten, dem ehemaligen Präsidenten Carlo Hitler, wirklich ein Dankeschön sagen, dass er Vertrauen hatte und in mich. Es gibt eigentlich mehrere, die ich gerne Danke sagen würde. Und zwar, das sind so sicher mal die, die den Verein gegründet haben bei uns. Die jede Minute investieren, dass das auch erhalten bleibt. Vor allem auch mein Team, wo ja, auch wenn man nicht gerade immer der netteste Trainer ist, immer wieder zu Hause hebt und sagt, ja, mal. Und sich, ja, das sind einfach so ein bisschen die Leute, denen ich ja, danken möchte. Sagen.